Ne? Weg. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich brauche mehr Fackeln. Jip. Das wird gebastelt. Dann brauche ich jetzt nur noch meinen Stein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der wird nicht reichen. Dann mache ich 30. Hin. So, das brauche ich nicht mehr. Ist hier noch einer frei? Jawohl. Lass mal hier mein Eisen durchschmelzen. Das geht noch, das geht noch. Der hier unten ist frei, da kann ich dann das Gold reinkloppen. Los geht's. So, und dann kann ich hier noch ein bisschen Licht hinbasteln, wenn ich will. Und dann geht das schon. So, jetzt erstmal zu den Schildern. Keine Ahnung hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zack, zack. Nein, das war verkehrt. So waren die ja. Mach ich 9. Kann ich nicht falsch machen. So, und die kommen dann nämlich unten ran. Und da fließt das Wasser halt nicht drüber. Das wirkt dann wie so ein Stopper. Dann. So, das fließt dann halt da so ganz normal drauf. Und hier vorne muss ich mal das Licht hier da noch hinsetzen. Hier fehlt ein Kürbis. Jo. Der ist weg. Warum hänge ich hier? Na. Egal. Ist halt erstmal weg. Ach nee, der hängt ja hier noch. Bestätigt. So, nochmal zumachen. Und da hätten noch 6 gereicht. Egal, habe ich später noch mal ein paar. So. Okay. Ich könnte direkt noch einen Hebel basteln. Dazu müsste ich aber erstmal noch mal schnell rein. Mop. Brauche ich den Pflasterstein dazu. Einen, bitte. Mir war so, als hätte ich noch irgendwo einen Hebel immer gehabt. Ach, hier sind da sogar noch welche. Na, hier ist noch einer. Brauche ich den ja nicht. Okay, jetzt aber Eimerchen. Da. Kann ich schon mal mitnehmen. Wie viel habe ich? 17. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die kommen dahin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Gut. Die Eimer gleich mal voll machen. Dann schaffe ich zumindest... Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja da oben dann das Wasser rausnehmen. Da ist ja lang genug der Weg, damit ich da ganz einfach hier so rinhacken kann. Mach ich auch mal so kurz. Hier vorne muss ja noch aufgefüllt werden. Zack. So, dann kann ich hier auch wieder zumachen. Und dann stört es nicht mehr. Gut. Aufnehmen. Aufnehmen. Noch runter. Der Hebel, der muss 1, 2, der kommt hier ganz außen an die Wand. So. Und hier vorne, ich kann mal noch gucken, vielleicht kann ich da vielleicht noch eine andere Falltür hinbasteln. Ich muss auch mal, hoffentlich reicht der Strom überhaupt. Weil der dürfte eigentlich bis hinten kommen. Machen wir mal einen Test. Alle unten? Irgendwie nicht. Nur die rechts. Das heißt, einen brauche ich noch. Nee, warte mal. Habe ich hier vorne nicht so ein Ding? Ich kann mir hier noch schnell eine Fackel bauen. Jawohl. Hier ist ja noch so ein Teil. So. Dann mache ich meinen Stromkreis noch ein bisschen stärker hier. Dann kommt es auch bis nach da hinten. Gucken wir mal. Ja. Es passt. Dahin, dahin. Gut, dann kann ich erstmal wieder die Tür schließen hier. Warte mal, die Falltür wollte ich da noch gerade hinsetzen, aber ich habe jetzt keine mehr bei. Baue ich mir halt eine. Müssen wir mal schauen, ob das hier den Stromkreis... Ne, hier kann ich gar keine hinsetzen. Schade. Achso, ist doch die Leiter hier.
Dann müsste ich die Tür hier hinsetzen. Aber ich habe jetzt... Doch, habe ich. Mache ich mal einfach nur so einen Test. Aber eigentlich kann ich es auch da lassen, wa? Wenn ich sie jetzt also hierhin pflanze, dann sieht man da hinten auch nicht rein. Es sei denn, man steht wirklich so davor. Man muss jetzt nur gucken, nachher macht die Tür noch die ganze Zeit mit dem Ding auf. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Dann muss ich das... Da komme ich nicht rein, weil das da... Nee, das Ding muss da sein. Tja, dann bleibt das jetzt erstmal so. Okay, oben noch auffüllen. Nee. Nee. Und zumachen. Zack. So. Theoretisch. Nee. Dann fliegt es da noch ordentlich und dann fällt es da ganz einfach runter. So, hier die Tür muss ich natürlich noch zumachen und ich hoffe mal, dass es auch da bleibt und nicht weggeschwemmt wird. So, gut. So, jetzt erstmal den ganzen Kram wieder wegbringen. So, wie sieht's hier aus? Hier, mein Gold ist fertig. Dann kommst du wieder weg. Meine Steine sind fertig, dann kommst du auch wieder weg. Wie sieht's hier aus? Da dauert's noch ein Weilchen. Da dauert's auch noch ein Weilchen. Der ist fertig. Der ist fertig. Der bleibt rein, rein, rein. Mir fehlt ein bisschen Redstone inzwischen wieder. Nein. So. Ach, warum sind denn die so unsortiert? War da etwa jemand dran? Nein. Natürlich nicht. Okay, hier vorne die Ziegel, die kommen hier noch mit drin. So. Die Eimer, die kommen da mit rein. Das Scheiße hier rein, weg. 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 Die Schaufel kommt hier unten hin. Kohle kommt weg. Gut. Dann hätten wir das erstmal erledigt. Die Öfen, die kann ich dann natürlich auch noch irgendwie diesen Dreckschuppen hier packen. Und dann kann ich auch hier erstmal Zeug draus basteln. So, 64, 64, 64, 64, klatsch. 64, 64, 64, 64, klatsch. Jo. Dann haben wir hier noch 32er. Oh, das hebe ich mir noch auf. Gut. Den mache ich mal noch komplett zu Stufen. Weil darauf geschissen, ob ich jetzt mehr habe oder nicht. Ich habe noch genug von dem Kram. 40. Ja, 40. Sieht ganz gut aus. Dann hier noch Stufen fürs Dach und so weiter. Ja, dann mache ich noch eine. So, 18. Das sollte hinkommen. Und dann jetzt direkt mal nochmal schnell gucken. Ey, was macht die Kuh da? Hoffentlich hüpft die da nicht runter. Ob dann das hier vorne auch jetzt so funktioniert, wie es soll. Gut, wenn ich jetzt den Schalter umlege, sollten da halt die Dinger runterfallen und mir hier mehr oder weniger auf den Schoß fallen. Und theoretisch, wenn ich das Ding da mal wieder wegnehme, könnte ich hier auch noch so eine Farm hinbasteln. Ich weiß nur noch nicht für was. Hm. Und ein Schild wäre nicht schlecht, damit ich auch weiß, welcher Hebel für was gut ist. Gut, schauen wir mal. Da sind die Kartoffeln, aber die kommen da nicht runter. Was ist denn da los? Ah, ich bin da so doof. Natürlich muss ich das hoch machen, sonst komme ich da doch noch nicht ran. Beziehungsweise kommen die Kartoffeln ja nicht bis nach hinten. Genau, deswegen habe ich das ja gemacht. Also, voll der Fail. Ja, passiert, wenn man nebenbei spricht, aber ist jetzt auch nicht so der Abbruch. Das heißt, nochmal zurück. Neue Stämme holen, ein bisschen mehr Gravel. Ja, dann muss ich nochmal das Wasser aufstocken. So, das heißt, Eimer, Stämme, Gravel. Das kommt rein, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, nee, das kommt dahin. Und dann einmal schnell korrigieren. Dauert ja nicht lange, geht ratzfatz. So. So. Und dann hier nochmal die Höhe anpassen.
Okay. Da ist danach noch eine Falte. Nein! Also muss ich noch eine Hacke mitnehmen und das Feld wieder reparieren. Okay. So, Licht. Mit der Falltür ausbauen. Licht hinsetzen. Die Falltüren. Immer diese sequenziellen Arbeiten hier. Oh. Okay. So, weg. Das müsste funktionieren. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Erde, um da hochzukommen. Dann nehme ich mir die Leiter aus meinem Dingens gleich noch mal mit. Hole ich mir noch mal fix die Hacke. Und dann ist ja auch wurscht erstmal. So, die bleiben. Hier die Hacke. Irgendwas wollte ich mir noch mitnehmen. Aber wir vergessen die eine Leiter, glaube ich, noch, die hinten drin war. Das waren zwei sogar. Vier. Reicht. Die Schilde nehme ich gleich noch mal mit. Schilder. Und mach das alles ordentlich. Wenn schon, denn schon, dann ordentlich. So, sprich, das kommt weg. Hier kommt eins hin mit Kartoffeln. Nein, das mache ich anders. Hier, Kartoffeln. Nee, das ist zu tief. Dahin Kartoffeln. Weizen. Nein, ein Stiefer. Weizen. Service. Tunnelier. Na. Krieg ich das da oben noch mit rein? Tunnel. Betreten, genau. Betreten nur für Personal. Schön. Gut, dann einmal die Leitern für den Tank. Dann kann ich das Wasser da draußen entnehmen. Ah, dann was soll's, scheiß drauf, hier, Gravel. So. Ja, muss ich das nochmal aufschlagen hier. Na, den Leiter brauche ich ja nicht mehr. Und wieder hoch. Wasser rein. Festmachen. Festmachen. Wasser rein. Das dürfte dann eins runterspringen, wenn ich das fertig mache. Und dann müsste das hier hinten so fließen, dass die Kartoffeln, die hier hinten noch angepflanzt sind, runterkommen. Okay. Jo, das funktioniert. Muss ich halt nur hier schauen, wie ich das hier in der Mitte mache. Ich glaube, die Slabs muss ich noch ein bisschen ausbauen. Naja, nehme ich mir mal noch ein paar mit. Beziehungsweise bastle ich mir noch ein paar. Und hier könnte ich auch mal ernten. Wenn es schon immer kaputt geht, dann nehme ich auch welche mit hier. So. Ja, hier könnte ich irgendwann mal noch so eine Ernteautomatik hinbasteln. Also so eine... Ich stopfe das jetzt automatisch in die Truhe. Redstone-Truhe. Ja, das wäre der richtige Begriff, ja. Ja, weil... Dann muss ich aber auch das Licht hier noch anpassen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt... das so mache, ob das überhaupt richtig ist. Wie weit geht denn das Wasser eigentlich runter? Mach mal. Ah, es kommt von oben. Nein, da komme ich ja nicht rein. Ah, ja gut, das ist genau, das ist auch dann so, dann fliegen die nicht so durch die Gegend. Mein Handy meldet sich. Das soll ich Fresse halten. Nö, das ist okay so. Kann ich jetzt mal die Kartoffeln wieder anpflanzen. Ach so, ja, dann... Naja, nee, jetzt muss ich erstmal wachsen lassen. Dann gucke ich mir später an, ob das so funktioniert hier. Hier vorne kann ich einen Slab hinhauen, damit es dann nicht so Fülle aussieht von unten. Dann wird das schon irgendwie hinhauen. Warte mal so. Nicht essen. Okay. Oder... Ich habe noch eine Idee.
Das könnte dann auch funktionieren. Ich nehme keine Slabs, ich nehme Zaun. Sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, wenn da so Zaun ist, aber da ist ja 1,5 hoch. Dann dürfte das da eigentlich gar nicht so hoch springen. Ja. Nehme ich mal noch das hier mit. Irgendwo waren noch Zaun, ne? 10. Naja. Dann müsste das bei meinem Weizen auch ganz gut hinkommen. Okay, ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen basteln hier. 60. Mal gucken. Naja, so viel ist es jetzt nicht. 30. Naja, was soll's hier? Was soll der Geiz? Weg damit. Mache ich mir mehr davon. Später werde ich das sowieso brauchen, wenn ich da hinten weiter arbeite. An dem zweiten Feld. Okay, 64. Gut. Hack, hack, hack und so weiter. So, dann hier, wie gesagt, das Wasser fließt da ja nicht lang. Also kann ich da, hey, wo kommst du denn her? Wahrscheinlich von hier unten irgendwo. Warum sind die denn da in meinem Feld drin? Ach so, ja. Die spawnen da oben wahrscheinlich drauf. Ja, was soll's. Dann mache ich das mal kurz kaputt hier. Nein. Da. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, das kann natürlich sein, dass sie da oben drauf spawnen. Dann muss ich dann nochmal schauen. So. Ah, halt. Mache ich das noch bis zum Rand hier. Ist jetzt natürlich doof, da kann ich dann nicht über die ganzen Felder drüber und muss nochmal hin und her, aber wenn es denn jetzt erst einmal so funktioniert, dass es nicht über den Rand springt, kann ich erst einmal mit leben. So. Und dann sieht das jetzt hier von unten auch noch einigermaßen okay aus, was das Ding jetzt angeht hier. Achso, ja. Da brauche ich dann natürlich noch ein Zauntor. Das ich jetzt nicht mehr habe, weil ich alles umgewandelt habe. Ach, hier ist ja noch genug davon. Ach, was soll's. Okay, ich brauche ein Zauntor, also brauche ich Holz. Ja, hier habe ich ja noch genug. Dann mache ich das hier vorne noch weg. Das wandle ich wieder um. So. Ist fertig. Weg damit. Auch weg. So, hier unten rein damit. Und hier. Fertig. Die Dinger, die Öfen, die kann ich dann eigentlich irgendwie ins Gasthaus reinhauen oder so. Schauen wir mal. Eimerchen brauche ich nicht mehr. Eimerchen, ey. Boah. Eimer. Okay. Dahin, die Leiter brauche ich auch nicht, die Stöcke nicht, die Kürbisse, die Kürbanten, nee, das hatte ich glaube ich schon mal in der Folge, die Mehrzahl von Kürbisse gesucht, die es gar nicht gibt. Eigentlich sind es ja Kürbisse, nicht Kürbanten. So. War das so? Ja, das war so. Okay. Dann kann ich den Rest auch wegpacken. Tüt. So, das brauche ich nur noch. Dann habe ich dann schnell noch das Loch da oben rein. Guck mir an, wie mein Weizen sprießt. Ob er so lang läuft, wie er lang laufen soll. Und dann war's das. Ja, dann muss ich hier nochmal gucken. Ja, das geht nämlich nicht. Das heißt, da muss ich dann ein Stück Erde hinsetzen. Hier. So, dann kann ich doch drüber laufen. Alles bestens. So, Weizen. Dann schauen wir mal, ob das hier funktioniert.